Guten Tag Action. Allerseits. Was so, meine Freunde, wir kommen hier gerade vom Essen. Der Islam hat gleich seine Waage. Morgen sein 9. Kampf, 8. Sieg, inshallah. Da findet gleich die Waage statt im Merkur Hotel Düsseldorf. Wir sind hier gerade mitten auf der Straße am Hauptbahnhof. Weil wir sind Kinder. Guten Tag allerseits. Was geht ab? Ich hoffe, euch alle geht's gut. Hat er gerade so gemacht? Ja, schon so gemacht. Also. Sogar die Leute vom Ordnungsamt kennen den Jungen hier. Heute ist Freitag, Tag der Waage, gleich in ein paar Minuten soweit. Wir haben jetzt 17.35 Uhr, ich denke so 18 Uhr fängt die Waage an. Wir haben den 8. Kampf morgen. Ich bin hier mit meinem Bruder Mo, den werdet ihr wahrscheinlich schon kennen. Mein langjähriger, treuer Begleiter, mein Bruder Mo. Gleich wird schön, gibt es einen schönen, leckeren Stairdown. Starker Brasilianer, ich glaube wegen dem war auch schon vorhin die Feuerwehr da. Und ja, wie gesagt, hier unsere Leute versammeln sich gerade, ein Auto nach dem anderen. Gleich geht's los und morgen wird die Halle beben. Let's go, man. Let's go. Mashallah, mashallah, mashallah. Der ist bekannt für sein starkes Auge. Der hat zu mir gesagt, Sharingan. Der hat zu mir gesagt, Bruder, voll komisch, die Queen lebt voll lange. Ich mach keinen Spaß, glaube ich, 2 Wochen später war die tot. Bruder, die war 98. Ich bin ja nicht wohl schuld daran, wenn eine 98-jährige Oma ich keinen Spaß, in England ne? stirbt. Ready to demolieren, Bruder. Ready to zerstören. Ja, hast du gesehen? Dieses Feuer in dem Zimmer, ne? Ich hab das war mein Gegner, ne? Das war dein Gegner. Boah, wie krank. Da haben die einfach oben im Zimmer gekocht. Mein Gegner habe ich gerade erfahren. Oh, Leute, das ist Feuerwehr. Was für Alarm war das? Komm dann. Ready? Ready. Let's go, man. Ach, der Fall ist auch. Kamran. Du musst destroy, Bruder. Wir gehen da alle mal rein. This guy boxing, just wrestle them. No chance. Yeah. Also fast das ganze Team von uns kämpft. Was Prognose? Jeder Knockout eigentlich. Jeder Knockout, erste Runde. TKO, Knockout, ich habe sowas, ja. Selber war auf Waage, war gut. Waage? Ja, war okay. So, war ja nichts Besonderes. War ja nur. Hast du dich eingeladen? Habt ihr keinen Stairdown gedacht? Nein, einen Stairdown haben wir jetzt. Ach so, okay, okay. Mein Gegner hat so von mir gemacht. Der hat gesehen, dass ich so gemacht habe, so ein paar Mal geschlagen habe. Der hatte so Angst, warum er hat einfach so gemacht. Schäme, dafür kann ich nicht fliegen. Ja, klar sind wir bereit, Junge. Wir sind bereit geboren. Wir sind born ready, Unser Bruder macht das. Nur so für morgen, Bruder. Inshallah, wie letztens beim Kampf in der ersten Runde K.O. Was sagst du morgen, Prognose? Erste Runde K.O. Cosek macht das schon, mein Cosek macht das schon. Was sagst du morgen? Bist du aufgeregt morgen der Kampf? Zurzeit bin ich nicht aufgeregt. So oder so werde ich morgen aufgeregt sein, aber der Islam hat trainiert wie ein Geisteskranker. Wirklich wie ein Geisteskranker. Seit Anfang des Jahres in Vorbereitung, durchgehend fit, mit sehr, sehr harten Leuten am Trainieren. Wir haben alles gemacht bis hierhin. Er hat mehr gemacht, als er machen musste.
ist top vorbereitet und alles andere liegt bei Gott und wir verlassen uns 100% darauf. Wir kommen von Knockout. So, Freunde, Waage ist vorbei. Zweites offizielle Weigh-in mit dem Face-to-Face. Ja, jetzt gibt es nicht mehr viel zu tun. Wurde genug gesagt, genug geguckt, genug gemacht, getan. Ja, morgen früh nochmal kurz hochfahren, den Rest ausschwitzen, das nötige Wasser aus dem Körper. Kennt ihr aber bereits aus meinen letzten Videos. Und ja, dann morgen Abend in die Halle eine fette Show abliefern mit einem brachialen Knockout zum Schluss. Inshallah. Let's go. Was geht ab, Freunde? Ich hoffe, es geht euch allen gut. Kurze Statement zu meinem Kampf. Wie ihr wahrscheinlich alle schon mitbekommen habt, der wurde leider abgesagt aufgrund dessen, dass ich positiv getestet worden bin auf Corona. Ja, kurz dazu, an meinem Kampftag wurde ich erstmals am Morgen positiv getestet, dann am Mittag nochmal positiv getestet und musste dementsprechend den Kampf leider absagen. Was aber nicht bedeutet, dass der Kampf vom Tisch ist, sondern dass er einfach noch verschoben worden ist auf die kommenden Monate. Das bedeutet, der Kampf kommt definitiv noch. An dieser Stelle nochmal vielen, vielen Dank an alle, die gekommen sind, um mich zu supporten. An alle, die sich das Bild-Abo geholt haben, um mich zu supporten. Danke vielmals, bleibt gesund, passt auf euch auf und der Kampf kommt noch.